darf mich gerade nicht mal bewegen. Also ich darf mich auch nicht umgucken oder sonst irgendwas. Ich fahre jetzt hier einfach nach unten. Ach, und jetzt kann ich immer nach unten und nach oben. Das ist ja schön. Oh, thank the Lord. Another person. Ja, das ist wahrscheinlich der Typ, der irgendwann mal nach unten gefahren ist und dann nicht mehr weiter wusste. Geholfen haben wir ihm jetzt leider noch nicht. Ich dachte, dadurch, dass er jetzt wieder hier mit nach oben fahren kann, wäre er jetzt glücklich, aber uns fehlt ja auch immer noch der Kanister für den zweiten Aufzug, wenn ich das richtig sehe. Langsam muss ich auch wieder vorsichtig sein, dass ich nicht in den nächsten Checkpoint renne. Aber ich glaube, hier ist gar nichts. Außer, dass man hier natürlich wieder raus kann. Da unten ist dann auch der nächste Checkpoint. Also man kann hier scheinbar dann auch wieder an dem Haus hoch. Ich weiß aber noch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich nehme an, dass das jetzt hier auch ziemlich blöd ist, gerade hochzuklettern. Weil hier hätte man sonst, also sonst wäre man wahrscheinlich hier runtergerutscht. Jetzt mal eben hier auf dem Vorsprung, na, geh hoch. Wollte hier auf dem Vorsprung gucken, ob man hier eventuell irgendwie noch was findet, aber bis auf ein blödes Soda-Getränk ist hier nichts. So, vielleicht an der Seite noch irgendwie. Nee, hier ist auch nichts. Tja, wo kriegen wir den zweiten Kanister her? Und wo sind wir überhaupt? Hm. Ich könnte natürlich von diesem Innenhof hier, da waren wir ja schon mal drin, da könnte ich natürlich wieder hier hinkommen, wenn ich irgendwo einen Kanister finden würde. Aber ich weiß nicht, ob der Kanister nicht doch irgendwo da oben noch drin liegt. So, jetzt habe ich da oben natürlich schön Ausdauer verbraten. Bisschen blöd. Und jetzt habe ich mich verdrückt, sodass ich auch noch einen Kletterhaken verloren habe. Das war noch dümmer. Ich wollte doch eigentlich nur eine Flasche Wasser trinken. Verdammt. Naja, mache ich jetzt trotzdem, damit die Ausdauerleiste wieder voll ist. Und wir haben ja noch genug Getränke dabei. Dann können wir auch immer mal wieder. Oh, thank the Lord. Another person. Können wir auch immer mal wieder was machen. Also ich kann jetzt hier wieder hochfahren. Was ja eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass man hier nochmal hinkommen kann, wenn man denn will. Und es ist doof, dass man sich hier nicht umgucken kann, sonst würde ich nämlich gerne mal sehen, wie es hier aussieht. So, hier gab es aber auch nichts mehr. Und hier ist nur der Abhang, an dem man sich dann weiter runterrollen kann. Naja, bevor das jetzt so zu lange dauert, werde ich jetzt einfach mal runterfahren und dann weiter nach unten gehen. Vielleicht findet sich noch irgendwo der Kanister, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir die Tomaten, können wir den einen unten auf der Straße schon mal helfen. Ist zwar auch wieder ein Umweg,
falls man da nicht sowieso nochmal vorbei soll, aber was soll's, das sind wir ja gewohnt. So, jetzt geht's hier nämlich unaufhaltsam in den Checkpoint. Und wenn der so weit oben ist und wir uns nicht runterfallen lassen mussten, dann sieht das so aus, als könnten wir hier nicht nochmal hin. Damit haben wir die da oben jetzt leider im Stich gelassen, denke ich, aber naja, waren es halt eben die zweiten Leute, denen wir jetzt nicht ganz helfen konnten. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, er könnte da auf dem Fahrstuhl nach oben fahren, wenn er wollte. Hätte man mir auch geben können, finde ich. Naja, jedenfalls haben wir das Hauptziel erreicht und da oben jetzt unser Feuer entfacht, sodass hier dieses Schiff uns sehen kann, zumindest die Position ein bisschen orten kann. So, und hier ist natürlich überhaupt keine Möglichkeit hochzukommen. So, also, wir müssten eigentlich hier links rum raus. Ich erkunde trotzdem nochmal eben hier. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3. Er hat die Pistole. Er hat den Kopfschuss. Ich möchte bitte, dass du weiter zurücktrittst. So, er ist, glaube ich, der Letzte. Dann lasse ich einfach mal wieder ein bisschen Platz und dann kriegt er hier wieder den Pfeil ab. Sparen wir uns jetzt hier die Kämpfe ein bisschen. Also nicht die Kämpfe, sondern sparen wir uns Munition und dieses Button-Gemäche bei Machetenkills. Wein haben wir jetzt auch schon wieder die zweite, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Opfer hier noch kommen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele übersehen, aber bei dem ganzen Wein und so, da haben wir ja noch einiges an Reserven rumliegen. So, ich hoffe, hier oben können wir uns mal eben ausruhen. Ach, hier ging es zu dem Balkon, alles klar. Hier waren wir ja schon mal. So, von hier führen ja zum Beispiel auch noch andere Rohre nach oben. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo anders hinführen. Und hier ist jetzt scheinbar alles voll mit Gegnern. Ja, gut, dass wir jetzt hier die tolle Panzerwesten haben, ohne Ende. Aber uns fehlt halt so ein bisschen wieder die Munition. Zwei sind wir schon wieder los. Andererseits, so richtig schlimm ist das ja auch nicht, weil da waren ja auch zwei mit Panzerweste, da blieb uns ja überhaupt nichts anderes übrig. Ich hätte denen natürlich noch irgendwie den Pfeil in den Kopf schießen können zur Not, aber dann wäre es ja wieder so gewesen, dass der Dritte auch noch auf uns zugerannt gekommen wäre. Und
Ich verschaffe mir mal eben einen kleinen Überblick, sofern das geht. Und das geht natürlich gar nicht. Na gut, geht's halt wieder runter. Macht ja nichts und dann dem Pier weiter entgegen. Genau, da müssten wir jetzt hier einfach geradeaus sprinten können. Und da ist es schon wieder der nächste Checkpoint. Und weil wir ja danach wieder volle Energie haben, laufe ich mal jetzt hier eben ein bisschen rumgucken, ob wir noch was finden. Aber hier ist sonst nichts mehr. Hallo? Checkpoint? Nein? Ach, man muss erst weiterlaufen, alles klar. Also ist nicht im Checkpoint, sondern hinterm Checkpoint ist erst der Checkpoint. Und ich hatte kurz gehofft, dass es ohne Laden weitergeht, weil wir ja jetzt hier draußen in der Stadt rumlaufen, aber... Dem war leider auch nicht so, also müssen wir jetzt wieder hier ein bisschen dem Ladebalken zugucken, wie der sich langsam aber sicher füllt. Also ganz langsam füllt er sich. Hallo? Hallo? Henry! Linda! Meg! Hallo? Meet at the dock at the end of the pier, then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so.